Die letzte Mission in meiner professionellen Astronautenkarriere, nämlich der Flug mit den Russen zur damaligen Raumstation Mir. Nun, mein Thema ist Space. Es hat insgesamt, korrigieren Sie mich, wenn ich was Falsches erzähle, 22 Space-Missionen gegeben. Und über den ersten Flug darf ich was berichten, weil ich damals selber dabei war. Das ist für die europäische Raumfahrtgeschichte in meinen Augen eine ganz entscheidende, wichtige Mission gewesen. Und ich sage ganz ehrlich, es irritiert mich, dass unser derzeitig amtierender Generaldirektor der ESA ausgerechnet über diesen Flug, der für die ESA ganz entscheidend war, überhaupt nichts gesagt hat. Denn mit diesem Space Step haben wir sozusagen die Mitgliedskarte für den Club derjenigen gelöst, die eben bemannte Raumfahrt treiben und betreiben können. Und ohne die Space Step-Missionen und den Bau des Space Steps wären wir aller Wahrscheinlichkeit nach heutzutage nicht als Partner an der Internationalen Raumstation dabei. Das ist eine ganz entscheidende programmatische Entscheidung gewesen, die europäische weitsichtige Politiker, die als Mitglieder des ESA-Rates das Geschick der ESA bestimmen, damals getroffen haben. Ich möchte ja explizit den Namen Wolfgang Finke vielleicht mal erwähnen. Also die ESA ist die Europäische Raumfahrtagentur, aber zum damaligen Zeitpunkt waren es vor allem deutsche Mitglieder des ESA-Rates, die darauf gedrungen haben, die Einladung Amerikas, NASA und der amerikanischen Politik angenommen haben, einen Beitrag zum sogenannten Space Transportation System, das ist die Abkürzung für STS, zu leisten. Und unser europäischer Beitrag war eben, dass wir das Space Lab gebaut haben, das den Shuttle von einem Transportsystem zu einem wissenschaftlichen Labor aufwertet. Und das will ich Ihnen jetzt im Folgenden ein bisschen näher bringen. Jetzt muss man gucken, ob das hier funktioniert. Also ich soll den grünen Knopf drücken, dann geht es weiter. Dann will ich mal den anderen. Also ich stehe hier auf dem Schlauch, Herr Daumen, kommen Sie mal vorbei. Okay, das ist der Richtige hier. Da sieht man es. Also die Space Lab 1 Mission, die Kerndaten habe ich Ihnen hier notiert, wurde am 28. November 1983 gestartet und anders als viele damaligen Journalisten behaupteten, waren wir nicht verspätet. Das hat es immer geheißen, Space Lab ist verspätet. Wenn Sie genau hinschauen, 16 Uhr sogar falsch. Es war 15 Uhr 59 Minuten und ein paar Millisekunden vor 16 Uhr, dass der Shuttle abgehoben hat. Das heißt, wir waren ein paar Millisekunden vor der Zeit. Die Mission startete, wie alle späteren auch, vom Kennedy Space Center in Florida. Sie dauerte 10 Tage und landete logischerweise dann am 8. Dezember, und zwar nicht am Cape wie später dann, sondern in Edwards. Da gibt es einen großen ausgetrockneten See, der ist so halb so groß wie Luxemburg. Das heißt, wenn ein Raumschiff aus dem Weltraum zurückkommt und es muss am Cape landen, dann muss es auch die Landebahn treffen. In Edwards ist es nicht so wichtig. Da kann man auch ein bisschen neben der eigentlichen Landebahn runterkommen. Das ist die Edwards Air Force Base. Und ich habe gerade während des Mittagessens mit Fred Hayes geredet. Der hat dort als Testpilot gewirkt und alle möglichen Flugzeuge geflogen und gelandet. Also ich hoffe, dass ich von ihm nachher über diese Geschichte aus seinem Leben noch ein bisschen mehr höre. Nun, die Bahnhöhe war gute 250 Kilometer und die Inklination, das ist eine ganz besonders wichtige Größe, 57 Grad, das ist nämlich der Winkel
zwischen der Umlaufebene des Raumschiffes, also des Shuttles, in dessen Laderaum, ich komme da nochmal genauer drauf zurück, das Space Lab eingesetzt war, in Bezug zur irdischen Äquatorebene. Je höher diese Inklination ist, umso attraktiver ist ein solcher Flug für die Astronauten, denn bei hoher Inklination führt es dazu, dass der nördliche Umkehrpunkt auf der Erdkugel weit im Norden ist und der südliche weit im Süden. Und während das Raumschiff in einer solchen Bahn die Erde rundet, dreht sich ja die Erdkugel unten drunter weiter durch, sodass man bei solchen Flügen einen großen Teil der bewohnten Erdoberfläche tatsächlich aus dem Weltraum sehen kann. Viele frühe Shuttle-Flüge hat die NASA vom Cape aus mit der Erddrehung, das heißt direkt nach Osten, gestartet, weil man auf die Weise von der sich drehenden Erde ein Höchstmaß an Energie oder man könnte auch sagen Geschwindigkeit geschenkt bekommt. Da aber das Cape auf 28,1 Grad nördliche Breite liegt, haben die frühen NASA-Astronauten nur diesen schmalen Bereich der Erdkugel zwischen 28,5 Grad Nord und 28,5 Grad Süd zu sehen bekommen, sprich die tropischen Regenwälder und ein bisschen was von den Wüsten. Die 57 Grad in irdischen Koordinaten bedeuten, dass die Umlaufbahn über Europa, über Südschweden, den Umkehrpunkt hatte. Das heißt also, wir sind hier volle Kanne über Speyer und über jeden Punkt in Deutschland drüber gekommen. Und deswegen sind solche Missionen natürlich besonders attraktiv für die Besatzungen gewesen. Es hat wissenschaftliche Gründe, weshalb wir das gemacht haben. Vielleicht habe ich Zeit, darauf zurückzukommen. Das ist der Shuttle, wie er startet. Also das, was man hier erlebt, zu beschreiben, das ist sowieso im Grunde außerhalb meiner sprachlichen Möglichkeiten. Ich kann Ihnen nur sagen, die schwierigste Zeit einer solchen Mission, und Herr Daum, Sie haben es ja gesagt, ich durfte es dreimal erleben, war für mich immer die Warterei vor dem Start. Die letzten zwei Stunden des Countdowns ist man schon angeschnallt, kann sich nicht mehr rühren und hat viel Zeit, sich über die eigene Situation nochmal Gedanken zu machen. Ich greife mal vor und sage, meine Aufgabe lag immer darin, die wissenschaftlichen Experimente anderer Wissenschaftler während des Fluges durchzuführen und dafür zu sorgen, dass am Ende der Mission jeder Beteiligte Daten ausreichender Qualität und Quantität zurückbekommt, um die Frage, die sein Experiment gestellt hat, auch umfangreich und vollständig beantworten zu können. Und das ist ja schon auch eine große Verantwortung, die einem auf die Schultern gelegt wird. Insbesondere dann, wenn es, wie es damals eben war, die Flugzeit auf 9 Tage oder sowas begrenzt ist, weil der Shuttle die elektrische Energie, die er zum Betrieb seiner eigenen Systeme, aber auch zum Betrieb der Experimente mitnimmt, vom Boden in die Erdumlaufbahn mitschleppt und bevor diese Vorräte in Form von Sauerstoff und Wasserstoff verbraucht sind, muss der Shuttle am Boden stehen, weil sonst im wörtlichen Sinn dort oben die Lichter ausgehen. Deswegen ist das ein enormer Zeitdruck, unter dem man dort arbeitet. Und diese Zweifel, ob ich denn die hochgesteckten Erwartungen der Wissenschaftler, die mir die Experimente anvertraut haben, erfüllen würde, die hat mich in diesen 2 Stunden vor dem Start immer beschlichen. Und man kann sich natürlich auch fragen, warum sind diejenigen, die beim Einsteigen noch behilflich waren, auf 7 Kilometer Entfernung weggegangen. Also da kann ich Ihnen nur sagen, in dieser Situation wiegt der Shuttle 2000 Tonnen. Das ist grob gerechnet das Startgewicht. Das meiste von diesen 2000 Tonnen ist brennbares Material. Also darin ist wahrscheinlich begründet, weshalb die meisten erst mal gesagt haben, lass uns mal nicht hier stehen bleiben, wir gehen in eine sichere Entfernung. Nun, hier sieht man es nochmal, für diese 57-Grad-Missionen startet der Shuttle und es dauert nur 4 Sekunden, bis er den Startturm überstiegen hat und dann kommt eine Rolle, sodass er an der amerikanischen Westküste, habe ich es richtig gesagt, Ostküste, folgend
sich in diese bahnhohe Inklination voranbewegt. Also hier kann ich Ihnen nur sagen, wenn die Triebwerke dann endlich angelaufen sind und in diese Warterei, in die statische Situation Dynamik kommt, dann habe ich alle die Bedenken in Nullzeit vergessen. Denn was hier abgeht, das kann Ihnen mit Sprache kein Mensch beschreiben. Also es dauert 50 Sekunden, dann hat diese Kiste mit 2000 Tonnen Startgewicht vertikal nach oben die Schallgeschwindigkeit erreicht. Es gibt kein militärisches Flugzeug, das auch nur die Spur einer Chance hätte, hier mitzuhalten. Und in 8,5 Minuten hat man den Weltraum erreicht, die Umlaufbahn. Sie dürfen mir glauben, dass das also fetzig vorangeht. Ich kann vielleicht noch Folgendes erzählen. Mit einem Auto, also ich komme aus Thüringen, aber ich habe jetzt einen großen Teil meines Lebens bei den Schwaben in Stuttgart zugebracht und deswegen auch so ein bisschen die schwäbische Mentalität assimiliert. Und deswegen kann ich Ihnen auch mit gutem Gewissen sagen, wenn Sie ein vernünftiges Auto kaufen wollen, machen Sie keinen Fehler, wenn Sie in Stuttgart ein Auto kaufen. Da gibt es zwei Firmen, einer hat einen Stern und die Firma Porsche, da sind die Kisten vielleicht noch ein bisschen dynamischer. Auf jeden Fall, sie beschleunigen alle von 0 auf 100, besser als von 100 auf 200. Aber im Raumflug ist es genau umgedreht. Je länger diese Antriebsphase andauert, umso leichter wird ja Ihr Raumschiff, weil die Tanks immer leichter werden. Und nach dem guten Gesetz von Isaac Newton, Kraft gleich Masse mal Beschleunigung, die Kraft, die bleibt gleich. Wenn die Masse abnimmt, muss die Beschleunigung zunehmen. Sie sitzen da in Ihrem Sitz und denken, das gibt es gar nicht. Das wird immer fetziger. Das ist also hier diese Erfahrung eines jeden Astronauten. Und ich kann die mit meiner Sprache eigentlich nur nennen, eine sinnliche Erfahrung vom Allerfeinsten. Also wünsche ich Ihnen allen, 8,5 Minuten sind Sie in der Umlaufbahn. Irgendwann kommt natürlich die Rückkehr, die mit diesen Space-Missionen in meinen Fällen, zwei Flüge mit dem Shuttle, immer in Edwards auf dem sogenannten Lakebed passierte. Und hier sieht man, wie der Shuttle auf dem Hauptfahrwerk schon rollt. Hinten am Leitwerk ist es aufgeklappt. Damit kann man nämlich im Endanflug den Widerstand erhöhen oder auch verringern, sodass der Shuttle gelandet wird, als würde die Lufthansa eine Boeing landen oder eine Airbus. Also wir haben die STS-9-Mission, die hier abgebildet ist, war ja eine der frühen Shuttle-Flüge. Da war der Shuttle noch voll instrumentiert. Wir haben eine Sinkrate von einem Fuß pro Sekunde gehabt. Mit dieser geringen Vertikalgeschwindigkeit hat der John Young den Shuttle auf das Lakebed gesetzt. Die Nase bleibt hoch. Man versucht mit diesem Delta-Flügel das Ding so lang wie es geht irgendwie auf dem Hauptfahrwerk rollen zu lassen. Aber irgendwann reicht die Geschwindigkeit, die er atmet, dann nicht mehr aus, diese Nase mit dem Höhenruder hochzuhalten. Dann kommt die langsam runter und dann passiert etwas. Ich behaupte, das Bugfahrwerk ist zu kurz. Irgendwann erzeugt dieser Delta-Flügel Abtrieb und auf dem Bugfahrwerk hat es immer gewaltig gekracht, als wir da aufgesetzt sind. Heutzutage hat der Shuttle hinten Fallschirme, oder die letzten Flüge waren so, dass mit dem Fallschirm natürlich geholfen wurde, die Nase länger hochzuhalten. So, nun kommt das Beste. Das ist jetzt die eigentliche Kerngeschichte, die ich Ihnen hier berichten will. Das ist im Wesentlichen dieses Modul. Und hier sehen Sie eine 1:1 Kopie fürs Training, nicht flugtauglich. Das im Laderaum des Shuttles, der ist 18 Meter lang gewesen, eingesetzt wurde. Und Sie sehen auch, hier vorne ist ein Tunnel, durch den wir vom sogenannten Shuttle-Mitdeck unser eigentliches Labor erreichen konnten. Sie werden fragen, warum ist das denn nicht weiter vorne? Das hat damit zu tun, dass für diesen Flug durch die Atmosphäre der Shuttle ja wie ein Flugzeug geflogen wird. Und deswegen muss der Schwerpunkt von diesem ganzen Gebilde Shuttle plus Spacelab in einem gewissen Bereich liegen,
und um die Schwerpunktlage eben dort zu haben, wo sie sein muss, musste das Space mit seinen 15 Tonnen Gewicht hinten im Laderaum. Nun, dieses Space, ich sagte schon, das ist für die ESA der Beitrag gewesen, der uns zu glaubhaften, fähigen Partnern im Geschäft der bemannten Raumfahrt machte. Das ist genau gesehen ein Baukasten. Und hier sieht man die wichtigsten Teile. Ich weiß nicht, Herr Daum, das ist so ein bisschen unscharf. Kann man das irgendwie schärfer hinkriegen? Na gut, Sie sehen dieses Modul. Das ist hier nebenan nochmal zu finden. Vorne diesen Tunnel, durch den wir da hineingelangten. Und hinter dem Modul, das sind die zweiten wichtigen Elemente gewesen, die sogenannten Paletten. Auf diesen U-förmigen Strukturen wurden solche wissenschaftlichen Geräte installiert, die im freien Weltraum arbeiten mussten, wie zum Beispiel Teilchendetektoren, Ultraviolettteleskope, alles Mögliche, was eben im offenen Weltraum betrieben werden musste, um dort irgendwelche Daten zu sammeln. Die wurden vom Inneren des Moduls fernbedient. Und ich will auf jeden Fall noch eines erwähnen. Unter dem Fußboden, in diesem Bild blau zu sehen, war das Lebenserhaltungssystem. Das hat die damalige Firma Dornier in Friedrichshafen gebaut und entwickelt. Und da kann ich nur das Allerbeste drüber sagen, die besten Noten austeilen. Die Innenwelt dieses Spacelabs war außergewöhnlich komfortabel, sehr leise, gut beleuchtet, die Luftqualität vorzüglich. Also das war eine Welt wie in einer Chefetage in einer großen Firma. Sehr angenehm da zu arbeiten. Ein paar Kleinigkeiten noch. Sie sehen hier oben durch die obere Decke durch ein System, die sogenannte Airlock. Das ist